Also, es gibt eine Sache, die dich absolut unwiderstehlich macht, wenn es um das Thema Frauen geht. Eine Sache, die die Frau dazu bewegen wird, dass sie bei dir bleiben will, dass sie nicht weggehen will für jemand anderen. Denn es ist eine Sache, eine Frau kennenzulernen, anzusprechen, kennenzulernen, mit ihr auf ein paar Dates zu gehen und eventuell eine intime Nacht zu haben. Aber es ist eine komplett andere Sache, diese Frau auch langfristig bei dir zu behalten. Wie du das machst, was du dafür beachten musst, das werden wir in diesem Video klären. Mein Name ist Matt, ich helfe vier beschäftigten Männern, die richtige Partnerin zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nie wieder mit Unsicherheiten oder der falschen Partnerin zu verschwenden. Heute die eine Sache, die eine Frau an dir kleben lässt, die dich absolut unwiderstehlich macht. Für weitere Infos Richtung Dating, abonnier den Kanal, aktiviere die Glocke, die direkt daneben ist und gib dem Video einen Daumen nach oben. Viel Spaß mit dem Video. Machen wir das Ganze nicht so spannend, es ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit macht dich als Mann attraktiv. Und falls du dich jetzt fragst, ja Matt, aber ich dachte, ich soll die Frau lieben und ich soll ihr alles geben und ich soll immer für die da sein. Das stimmt irgendwo, aber es hängt vom Kontext ab und ich werde dir jetzt den richtigen Kontext geben. Und da werde ich dir eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Vor 4-5 Monaten, ich hatte ein Date mit einer wundervollen Dame, nennen wir sie Aileen. Aileen, wie gesagt, wundervolle Frau, ich bin begeistert von ihr bis heute. Und wir haben uns kennengelernt, es war angenehm. An einem Punkt, ich wollte zum Geldautomaten gehen. Hab ihr gesagt, ey, weißt du was, bleib mal kurz stehen. Ich bin in 2-3 Minuten wieder da. So, ich gehe zum Geldautomaten hin, heb das Geld ab, will wieder zurückgehen. Und sie meinte, ey, gerade eben hat mich ein Typ angesprochen. Nicht, dass du das irgendwie gesehen hast und dass es eine komische Situation jetzt ist. Ganz nebenbei, wenn eine Frau von sich aus, von ihrer Seite aus sagt, ey, ich nehme Druck aus der Situation, vor allem aus so einer Situation, die die Reibung entstehen lassen kann, dann ist es eine grüne Flagge. Dann ist es ein gutes Zeichen für dich, weil das sagt aus, dass sie sich dafür interessiert, dass sie sich interessiert dafür, wie du dich fühlst, wie dein emotionaler Zustand ist, wenn du mit ihr zusammen bist. Das nebenbei. Auf jeden Fall meint sie so, ja, ich wurde angesprochen, nicht, dass du irgendwas Falsches dann denkst. Und ich so, ey, alles gut, gar kein Stress. Ich hoffe, er hat es wenigstens gut gemacht. Sie guckt mich erstmal komplett perplex an. Sie so, was? Ich so, ja, ja, ich hoffe, er hat dich wenigstens gut angesprochen. Sie so, komplett irritiert. Wusste gar nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Und sie so, nach ein paar Minuten, nachdem wir über das Thema ein bisschen geredet haben, sie so, ja, aber normalerweise ist es so, dass die Typen dann immer so eifersüchtig werden und so richtig komisch reagieren. Und ich so, ey, was soll ich denn machen? So, du bist eine attraktive Dame, bist super heiß. Natürlich wirst du so angesprochen. Natürlich ist es so, dass Männer zu dir kommen. Und natürlich wird es auch so sein, dass ich teilweise nicht immer da sein kann. Das heißt, teilweise, ich kann nicht immer da sein. Ich habe auch ein Leben, ich habe auch zu tun. Sie so, ja, aber warum? Warum reagierst du so, wie du reagierst? Und ich so, ich weiß, dass ich mehr als gut genug bin. Wenn du für den anderen Typen auch nur ansatzweise dem irgendwelche Zeichen gemacht hättest, wäre ich weg. Punkt. Das ist eine klare Grenze. Ich sage mit meiner Einstellung, so wie ich das Ganze rübergebracht habe, sage ich ihr nichts anderes als, ey, weißt du was, bei mir ist alles gut. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich habe kein Problem damit. Doch wenn sie darauf eingegangen wäre, wäre es eine andere Sache. In diesem Fall ist es aber nicht so. Sie hat sogar dazu noch bestanden. Es ist nochmal eine komplett andere Situation. So, was habe ich ihr mit dieser Situation, was habe ich ihr mit diesem Verhalten gezeigt? Ich habe ihr gezeigt, dass ich ein Typ bin, der komplett okay damit ist, ob sie da ist oder nicht. Ich habe ihr gezeigt, dass ich ein Typ bin, der ihre Anwesenheit genießt, aber auch ohne sein kann. Also ist, ah, okay, cool, du bist da. Ah, okay, cool, du bist nicht da. Das beides ändert nichts an meinem emotionalen Zustand. So, und bei ihr, vor allem in der Anfangsphase beim Kennenlernen, ist es halt wichtig, dass du attraktive Eigenschaften der Dame zeigst. Dass du deine emotionalen Reaktionen unter Kontrolle hast. Weil würdest du mich fragen, vor 5-6 Jahren, da war es so, ich so, oh mein Gott, nein, ey, hätten mich angesprochen. Ja, sagen wir vor 7 Jahren. Was, du wurdest angesprochen, wie soll ich damit umgehen? Weißt du, ich wäre total unsicher gewesen. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, was ich da machen muss, was ich da sagen muss.
So, und das, was sie dann letztendlich dazu gebracht hat, dass sie so enormes, massives Interesse von ihrer Seite aus gezeigt hat, war einfach, dass diese emotionale Stabilität da ist. Dass sie sich nicht die ganze Zeit denken muss, okay, warte mal, ich muss mich kontrollieren und ich muss so sein. Nein, sie kann ihre emotionale Seite ausleben, sie kann, ganz wichtig, Frau sein. Und ich bin der Mann in diesem Kontext. Und ich als Mann, meine Aufgabe ist es, in diesem Moment was zu tun. Meine Aufgabe ist es, dieser Ruhepol zu sein. Meine Aufgabe ist es, diese maskuline Eigenschaft zu zeigen. Weil du willst ein Zusammenspiel haben. Du willst ein Zusammenspiel haben zwischen femininer Energie und maskuliner Energie. Und du willst, dass beides in einer Beziehung koexistieren kann. Und das kannst du nur machen, wenn eine Person in die Richtung geht und die andere Person in die Richtung. Und wir müssen nicht darüber reden, dass das meiste in der Gesellschaft derzeit so ist, dass der Mann super emotional wird. So, oh mein Gott, nein, geht ja gar nicht. Und dass die Frau der Ruhepol sein muss und das geht nicht. Das sollte nicht so sein. Das ist auch ganz nebenbei einer der Gründe, warum Frauen das Interesse verlieren. Darüber werden wir in anderen Videos noch reden. Doch hier hast du ganz kurz, warum es wichtig ist, eine gewisse Gleichgültigkeit zu zeigen. Weil diese Gleichgültigkeit sagt aus, du hast so viele Optionen in deinem Leben, du hast so viele Möglichkeiten. Ey, wenn das nicht funktioniert mit mir und dir, vollkommen in Ordnung. Es ist wirklich kein Stress. Weil ich kann mein Handy rausholen, ich kann kurz drauf gucken und sagen, ja, okay, warte mal hier, ne, ich kann den anderen Frauen schreiben, das ist gar kein Problem. Aber dafür musst du lernen, wie das geht. Dafür musst du lernen, diese emotionale Kontrolle zu haben. Dafür musst du lernen, dass es dir gar nicht so wichtig ist, wie du mit, wenn du in solche Situationen kommst, wie du in diesen Momenten bist, wie du dich verhältst, sagt massiv viel über deinen Charakter aus. Und das ist ein ehrliches Signal, was ihr zeigt, wie du in der Zukunft agieren wirst, wenn Dinge passieren könnten, die eventuell Reibungspunkte entstehen lassen könnten. Weil das zeigt letztendlich aus, was für eine Art von Mann du bist. So, und wenn du daran arbeiten willst und dir sagst, ey, ich will nicht so emotional sein, ich will da eher einen Ruhepol haben, ich will da viel, viel gelassener mit dieser Sache umgehen und ich will auch so eine gewisse Gleichgültigkeit haben. Das heißt nicht, dass ich nicht eine Frau irgendwann lieben will und für sie da sein will, weil natürlich, das willst du sein. Aber du musst gleichzeitig, wenn sie dich testet, wenn sie dich in Situationen bringt, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind, dass du da sagen kannst, ey, das ist alles gut. Du hast diese emotionale Stabilität, denn sie testet dich. Warum? Warum tut sie das? Weil sie sich sicher gehen will. Weil sie sicher gehen will, dass du nicht einfach nur so irgend so ein Typ bist, sondern dass du der echte Deal bist. So, wenn du das willst, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung, ist der erste Link. Wir gehen deine gesamte Situation durch, schauen, wo dein Problem ist, was man da machen kann, wie du es machen kannst. Und dann ist das Thema gegessen. Dann kannst du auf das Date gehen und es ist entspannt. Es ist keine Anstrengung, es ist nicht so, oh, schreib sie noch mit anderen Typen oder sonst was. Nein, es ist einfach nur entspannt. Wenn du das haben willst, trag dich ein. Wir hören uns das nächste Mal. Dann mit.